Hallo zusammen. Ja, Grüße aus dem Wald. Ich habe wieder was mitgebracht. Ein Sherpa Hoodie von Revolution Race. Eine Übergangsjacke, wie ich es bezeichne. Und ja, die schauen wir uns mal genau an. Gleich weg. Super bequem, aber hat Schwächen. Ne? Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, willkommen zurück. Ich habe mir diese Jacke natürlich wieder selbst gekauft. Diesmal in einer Schaffelloptik. Die ist in den letzten Jahren ein bisschen hervorgetreten. Sieht man jetzt überall. Kann man bei Lidl kaufen, bei Amazon und. Ich habe es wieder bei Revolution Race bestellt. Warum eigentlich? Immer nur bei der Firma. Ja, ich habe mir sehr viele Dinge bis jetzt geholt. Bei der Firma insbesondere auch Hosen. Und jetzt hat es mich natürlich interessiert, wie sind zum Beispiel Jacken oder kurze Hosen oder allgemein, wie ist die Qualität, ja, wie schlagen sich diese Jacken, da sind sie es Geld wert. Und das wollen wir zum Beispiel auch hier klären. Und gleich vorweg, ich habe es bereits im ersten Teil erzählt, ich habe mir diese Jacke wieder komplett selbst gekauft. Keiner hat mich für irgendwas bezahlt und mit irgendwas zukommen lassen, damit ich irgendwas positiv oder negativ hervorhebe. Komplett meine eigene Meinung. Ich hatte es auch genauso erwähnt, am Anfang, es ist eine Übergangsjacke, die habe ich mir gekauft. Und dieses anzusiedeln genau in der Übergangszeit zwischen warm zu kalt und kalt zu warm, nämlich im Frühjahr und im Herbst. Wie gesagt, die hat diese Schaffelloptik, die ist sehr, sehr, sehr bequem, schön kuschelig warm anzuziehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier nur ein T-Shirt drunter und es ist vollkommen ausreichend im Grunde genommen. Ja. Es kommt wenig Wind durch. Und wie gesagt, es lässt sich wunderbar bequem tragen. Hat natürlich einen gewissen Nachteil. Laut der Herstellerfirma ist die flüssigkeitsabweisend oder abführend, was auch immer das bedeuten mag. Fakt ist nur eins. Kommt man mit dieser Jacke in den Regen rein, ja, dann ist es schnell mal ein Schwamm. Das darf, muss man wissen. Es ist eine schöne Wetterjacke. Also man sollte genau auf die Wetteraussichten schauen, wenn man damit losgeht. Und wenn es anfängt zu regnen, ist diese mies. Gleich vorweg. Ja, dann als nächstes, Revolution Race selber schreibt, es ist eine gute Mittelschicht. Bin ich mal skeptisch, weil diese Jacke ist zum Beispiel beim Wandern schon relativ warm. Also wenn man sich viel bewegt, schwitzt man relativ schnell in diese Jacke. Jetzt kommen wir zu dem natürlichen Nachteil. Zieht man natürlich noch ein Oberteil drüber, sprich also eine regenfeste Jacke, eine Autojacke, wie auch immer. Ja, man transpiriert ohne Ende. Und ich glaube nicht, dass es so toll ist. Das ist keine Funktionskleidung, die irgendwie die Feuchtigkeit oder die Wärme auch abführt. Nein, ist es nicht. Ja, das muss man gleich von vornherein sagen. Also ich selbst würde sie nur als Jacke alleine anziehen. Und weil das mit Kapuze ist, na, diese Jacke jedenfalls, ist die natürlich als Mittelschicht finde ich es persönlich ungeeignet, weil meistens haben die Autojacken auch eine Kapuze und zwei Kapuzen übereinander finde ich persönlich totaler Quatsch. Kommen wir mal einfach mal zu den Merkmalen dieser Jacke, um mal einfach ein bisschen besser vorzustellen. Fangen wir erstmal an, hat eine Kapuze, ja, die Kapuze, wenn man die aufsetzt, auf dem fällt mir die Brille nicht runter, ja, ist relativ groß, schließt schön ab und schützt vor allem auch das Gesicht. Ne? Also wie gesagt, sehr angenehm groß, liegt dicht an, hat allerdings keine Kordel drin zum Verstellen, ist wie ein leichtes Zugband. Am Ärmelteil so leicht stretchartiges Material, hätte meiner Ansicht her noch ein bisschen mehr sein können, weil, ja, jetzt hängt das im Grunde, mal gucken, ob man sieht, hier schön ein bisschen darunter. Ne? Kommen wir einfach mal zu den Mankos, die ich finde, also was mir überhaupt nicht an der Jacke gefällt. Ne? Das sind die Taschen. Man hat eine Brusttasche und zwei Außentaschen, jeweils mit Reißverschluss und mit Knöpfen. Wir fangen mal an mit der Brusttasche. Ich zeig die mal hier. Gucken. Ja, seht ihr. Ja, die Brusttasche an sich hat hier oben sinnigerweise, ich weiß nicht warum, nur einen Knopf. Nur einen Knopf. Also sie geht nur schräg auf. Ja, sie geht nur schräg auf. Und hier unten hat sie einen Reißverschluss. Jetzt könnte man meinen, das ist eine Tasche oder unten ist eine Tasche. Nein, ist es nicht. Sinnigerweise ist die komplett durchgehend. Ich weiß nicht warum. Zumal dazu kommt, ich zeige es mal am Handy, 6,4 Zoll Handy,
wenn man sie oben reinsteckt. Es ist schon so ziemlich eng, wenn man es oben reinsteckt. Wenn man es versucht unten reinzustecken, hat man schon ganz schön zu tun reinzubekommen. Warum man eine Tasche, ja, eine Jacke anbringt, die man von oben nur schwer zugänglich ist und dann noch mit Reißverschluss komplett durchgängig ist. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es echt nicht. Kapiere ich nicht. Es gibt übrigens auch eine Jacke, die nennt sich dann allerdings Bigfoot. Die hat keine Kapuze und die hat eine Fronttasche, die kann man glaube ich von einem Reißverschluss reinmachen, nur mit einem Reißverschluss reinkommen oder von oben nur reinstecken. Finde ich besser gelöst. Die hat übrigens auch diese Bigfoot-Jacke eine Ärmeltasche, was ich allerdings immer noch komisch finde, weil ab wenn man ein Telefon versucht, eine Ärmeltasche zu tun, das Ding wackelt ohne Ende und lässt sich ganz blöd tragen. Also keine optimale Lösung. Kommen wir dann zum nächsten. Wir haben dann die zwei Seitentaschen. Ja, sieht man hier ganz gut. Sehr bequem. Ja. Allerdings, nächstes Manko. Ich habe jetzt mein Portemonnaie hier. Wenn man das Portemonnaie hier reinsteckt, merkt man schon, es ist ziemlich klein, ziemlich eng. Ein Handy, wenn man das reinpackt, genauso, auch schon relativ klein. Also, es hätte ruhig ein bisschen, sagen wir mal, 2 cm groß sein können, die Reißverschlüsse und die Öffnung. Und da wäre das wesentlich besser gewesen. Aber jetzt kommt was ganz, ganz Grandioses, was ich absolut nicht verstehe. Ich mache mal die Jacke auf und man sieht diese Innentaschen, wie man hier meint. Ne, die Innentaschen hat man hier auch noch. Aber diese Innentaschen sind unten offen. Das heißt also, wenn man meint, hier oben was reinstecken zu können, und hier gibt es die Möglichkeit, irgendwas reinzumachen, fällt es unten durch. Warum? Einfache Lösung, eine Naht hier unten reingesetzt, ne, hätte das in der Produktion null Aufwand bedeutet. Na gut, ein bisschen schon. Ein bisschen Aufwand bedeutet, aber man hätte noch eine zweite Tasche inne gehabt. Zumal, wenn man mit dem Portemonnaie oder mit dem Handy rumläuft und man will es ein bisschen geschützter haben, packt man es inne rein und da wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber nein, hier sitzt man praktisch die Außentasche, ja, offen, einfach drauf. Man hat hier oben eine Naht gespart. Und wenn man was reinstecken will, ich will es mal kurz zeigen, damit man das mal, ja, Handy. Achso, fällt durch. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, Moment, kurz wiederholen. Ich verstehe nicht diese Logik dahinter. Ja, da hätte man sagen können, ey top, ne, dann habe ich noch innenliegenden Taschen. Überhaupt kein Problem. Die Fließjacken, die ich sonst anhabe, oder die anderen Fließjacken, die ich habe, die haben diese Möglichkeiten. Die haben innen noch eine Tasche, die haben zwar keinen Reißverschluss, aber ich packe da was rein und das ist zumindest dicht am Körper. Wenn ich mal durch eine Stadt laufe und sowas, da will ich irgendwas dicht am Körper haben, wo man jemand anderes Probleme hat, dran zu kommen. Gibt's hier nicht. Verstehe ich nicht. Na gut. Weiteres. Na, wenn man mal an den Ende anschaut, gleiche Material wie außen. Na, alles diese schöne, diese Scharfelloptik, wie gesagt, sehr kuschelig, sehr bequem. Lässt du, wie gesagt, wenig Wind durch. Finde ich wirklich prima. Und im Gegensatz zu anderen Fließjacken kann man die auch, wie gesagt, einfach mal so anziehen. Ne? Außer es regnet. Ne? Das ist ganz vollkommen klar. Allerdings hat das diese Scharfhelloptik ist Zungenbrecher, ein Nachteil auch. Ja, die Pflege. Also wenn man mal zum Beispiel irgendwie mal hier, wie am Wald zum Beispiel, irgendwo mal rankommt und da sind zum Beispiel ein bisschen Dreck drinne oder irgendwas ist in diesem Feld drin, lässt sich das einfach nicht so mal entfernen. Das ist gar nicht mal so einfach. Da braucht man schon die Fusselrolle oder eine Bürste, um die rauszubürsten. Und das ist natürlich ein riesen Manko, was diese Jacke betrifft. Ja. Aber wenn man ein bisschen aufpasst, hat man auf jeden Fall eine prima Jacke für unterwegs. Ja, mein Fazit zu dieser Jacke, 95 Euro UVP. Na, meistens kriegt man die auch günstiger. Diese Bigfoot-Jacke, die ich vorhin schon angesprochen habe, wie gesagt, die ist vor allem ohne Kapuze. Ansonsten gleicher Preis, ein paar andere Farben. Finde ich allerdings für mich vielleicht wäre es ein paar besser gewesen. Aber als ich mir gekauft habe, gab es halt nur die Jacke im Angebot für, ich meine, 65 Euro. Und deswegen habe ich die genommen. Ja, würde ich es empfehlen,
50-50. Ja? Also mit den ganzen Mankos, was diese Unlogik von den Taschen betrifft. Ja, das würde ich auf jeden Fall erwähnen. Und der Nachteil eben, wenn es regnen sollte. Ansonsten, es ist eine wirklich kuschelige Jacke für unterwegs. Wenn man da noch ein langes Unterteil drunter zieht, dann da braucht man keine große Jacke bei schönem Wetter drüber zu ziehen, das war's. Wie gesagt, als Mitlayer finde ich es unpraktisch. Ich habe es selber noch nicht probiert, aber ich weiß, was passiert, wenn man eine Fließjacke anhat und man hat oben drüber eine Regenjacke. Also dann hat man drinnen einen absoluten Schwamm. Ne? Ansonsten, tja, was gibt es noch so großartig zu sagen? Sonst noch nichts mehr. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ansonsten kommentiert gerne auch die Jacke. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, so wie ich? Kommentiert es unten drunter, schreibt und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.